meine Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA-News-Video. Und heute gibt es für euch die 7. Episode mittlerweile schon. Und im heutigen Video habe ich wieder viele Kleinigkeiten für euch, auch eben kurz nochmal erklärt, wie man jetzt FIFA günstiger bekommt. Es wird dazu noch ein ausführliches Tutorial geben. Das Problem ist nur gerade, dass eben FIFA 23 zum Zeitpunkt des Videos hier gerade noch nicht im PS Store ist. Aber ich erkläre euch jetzt eben trotzdem nochmal in der Kurzfassung, wie ihr extrem viel Geld sparen könnt, wenn ihr euch heute Abend schon FIFA vorbestellt. Wie gesagt, das richtige Tutorial kommt dann auch heute Abend wahrscheinlich noch, aber es ist eben ab ca. 18 Uhr der Pre-Order möglich, also direkt nach dem Reveal-Trailer, der heute rauskommt, und ab da könnt ihr euch dann eben FIFA vorbestellen. Ich zeige euch jetzt in der Kurzfassung, wie ihr euch bis zu 30% sparen könnt. Und zwar das erste ist, ihr seht es schon hier, ihr geht in FIFA 22 rein und dann steht hier so ein Feld, wo eben dann ja drinnen steht, FIFA 23 jetzt vorbestellen und 10% sparen. Das geht bei der Ultimate Edition und ja, ihr müsst einfach nur über das FIFA-Menü hier draufklicken und dann kommt ihr in den PlayStation Store und habt eben schon 10% Rabatt. Im PlayStation Store müsst ihr euch dann unbedingt EA Play holen, einfach EA Play eingeben oben und dann hier das für einen Monat nehmen. Da zahlt ihr dann einmalig 4 Euro, aber spart auf jedes EA-Spiel 10%. Das heißt, ihr bekommt nochmal 10% Rabatt. Und der dritte Schritt ist dann einfach nur noch, dass ihr nicht über Banküberweisung oder PayPal direkt auf der Konsole zahlt, sondern dass ihr euch PSN-Karten bei MMOGA holt, weil die dort einfach viel, viel günstiger sind. By the way, ihr könnt natürlich gerne das über meinen Link machen, damit unterstützt ihr mich auch. Klar ist das jetzt Werbung an der Stelle, aber es ist eine Win-Win-Situation. Ihr spart euch Geld und ihr könnt mich dadurch trotzdem unterstützen. Also, das ist an sich eine coole Sache. Bei MMOGA sind die Karten nämlich wirklich sehr, sehr günstig. Das heißt, ihr holt euch beispielsweise einfach eine 100 Euro PSN-Karte, spart dann 10 Euro dabei löst diese PSN-Karte dann einfach auf der Konsole ein und habt dadurch halt eben 10 Euro gespart. Und weil ich immer wieder gefragt werde, wie das überhaupt möglich ist, dass die PSN-Karten hier so vergünstigt sind, ich kann es euch erklären, es ist überhaupt nicht kompliziert. Erstens mal, Sony verkauft natürlich die PSN-Karten an die Händler günstiger, als die Händler sie weiterverkaufen. Also ist ja logisch, dass jetzt eine 40 Euro PSN-Karte für MMOGA nicht im Einkauf 40 Euro kostet, sondern natürlich weniger. Das heißt, da ist schon mal eine große Spanne drinnen. Des Weiteren ist halt der Unterschied eben zu den ganzen lokalen Händlern wie Mediamarkt und so weiter und so fort, dass MMOGA natürlich keine richtigen Lieferketten hat. Also da fahren keine LKWs herum, da sind keine Verpackungen. Da wird einfach nicht viel verbraucht. Das ist alles digital. Du brauchst keine Mitarbeiter oder wenig Mitarbeiter. Das meiste ist eben digitalisiert. Dementsprechend, es geht halt voll schnell, dass ihr den Code bekommt. Den kriegst du innerhalb von 2 Minuten im Normalfall einfach per Mail zugesendet. Und MMOGA spart sich dadurch natürlich viele Kosten, weil sie das eben alles digital und virtuell umsetzen können. Und genau dadurch können sie die PSN-Karten eben auch so günstig anbieten, ja. Ich bin übrigens seit über 5 Jahren Partner von MMOGA, das heißt, ich kann euch auch versichern, dass da alles ankommt und dass da alles glatt läuft. Also, holt euch einfach die PSN-Karten bei MMOGA, gerne wie gesagt über den Link, damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Ja, und dann löst ihr einfach die PSN-Karten auf der Konsole ein, that's it, ihr spart euch dann insgesamt ca. 30%. Hier ist das Ganze nochmal kurz zusammengefasst für euch, übers FIFA 22 Hauptmenü reingehen, EA Play holen und PSN-Karten bei MMOGA holen. That's it, damit spart ihr sehr, sehr viel Geld beim Kauf von der Ultimate Edition von FIFA 23. Apropos Ultimate Edition, schaut euch das mal an, es ist schon das Bild da, wie die Ultimate Edition im PlayStation Store aufscheinen wird, obwohl die eben erst heute Abend kommt. Man hat eben 3 Tage Vorab Zugriff, du hast die Möglichkeit eben, das auf die nächste Konsole abzugraden, also wenn du es für die PS4 holst, kannst du es kostenlos auf die PS5 upgraden. Du bekommst natürlich eine Hero-Karte, das ist übrigens auch das Kartendesign für die World Cup Heroes, was sehr, sehr geil ist. Du musst aber, ganz wichtig, bis zum 21. August bestellen. Des Weiteren bekommst du ein Monster Watch Item, du bekommst 4600 FIFA Points, du bekommst einen Untradable Team of the Week 1 Spieler, du bekommst Kylian Mbappé als Leihspieler, du bekommst Foot Ambassador Leihspieler und du bekommst für den Karrieremodus noch ein Homegrown Talent. Hier steht es dann eh auch nochmal dabei, wenn du in-game draufklickst, eben im Hauptmenü, kriegst du auch nochmal eben hier 10% Rabatt. Und nicht vergessen, heute 18 Uhr kommt der Reveal-Trailer raus. Ich habe leider Training, das heißt, ich kann das nicht streamen oder so. Ich hätte sehr gerne einen Stream dazu gemacht, aber ja, wie gesagt, ab 18 Uhr geht's los und auch da geht dann circa der Pre-Order los. Also ab da könnt ihr dann auf der Konsole eben dann FIFA vorbestellen.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Hero-Kartendesign, zum World Cup Hero-Kartendesign. Was ist eure Meinung dazu? Ich finde das Design auch wieder sehr, sehr gelungen. Also wie gesagt, EA macht halt die Designs richtig gut. Diese Karten, by the way, bekommen Upgrades, wenn die Mannschaften weiterkommen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine deutsche Hero-Karte, als Beispiel nehmen wir, boah, mir fällt keine deutsche Hero-Karte ein, dieser Innenverteidiger, Kohler oder so heißt er, glaube ich. Ja, auf jeden Fall der Innenverteidiger. Wenn zum Beispiel Deutschland dann weiterkommt im World Cup, im echten Weltcup, dann ist es eben so, dass dieser Kohler auch ein Upgrade bekommt. Das heißt, die Spieler sind von den Ratings und von den Stats basierend auf der Real-Life-Leistung. Also wenn die Mannschaft, die Nation in Real-Life gut performt, bekommen die Spieler in FIFA auch Upgrades, was wirklich sehr, sehr lässig ist. Hier jetzt noch ein paar Daten, ein paar Dates, wann denn überhaupt was passiert. Und ganz, ganz wichtig, es kann sein, dass das nicht ganz korrekt ist, denn es gab auch schon Leaker, die gesagt haben, am 27.09. kommt die Ultimate Edition. Und es ist eigentlich auch so, wenn am 30. die Standard Edition kommt, was schon sehr, sehr safe ist, dann sollte am 27. die Ultimate Edition kommen. Aber ihr werdet es eh heute Abend dann sehen, im PlayStation Store sieht man ja ganz genau, wann dann eben das Spiel verfügbar ist. Closed Beta sollte am 11.08. eben rauskommen. Es sind die ersten Codes angeblich jetzt schon im Umlauf, was aber eigentlich jetzt gar nicht sein kann, wenn die Closed Beta wirklich erst am 11.08. startet. Ich denke auch, dass die Closed Beta noch nicht ganz gestartet ist, weil sonst würde man schon viel, viel mehr Leaks und so sehen, obwohl das natürlich nicht veröffentlicht werden darf, aber da würde man schon mehr sehen. Also ihr könnt gerne noch versuchen, einen Closed Beta Code zu bekommen. Ich habe eine Erklärung gemacht, ein Tutorial, wie man so einen Code am ehesten bekommen kann. Des Weiteren Web App dann wieder ein paar Tage einfach vor dem normalen Release, also ja, circa am 21.09. sollte dann die Web App released werden. Da werden wir natürlich auch versuchen, wieder viel zu traden und einfach Gas zu geben. Ich denke, das wird wieder eine geile Anfangszeit. Ich habe zwar dieses Jahr nicht ganz so viel Zeit für YouTube und für Twitch und so, weil ich halt mehr arbeiten muss und Fußball spiele ich auch noch und. Dementsprechend wird das zeitlich relativ schwierig, aber wir kriegen das sicher irgendwie hin. Wir kriegen da eine Lösung oder finden eine Lösung und am Anfang wird es sicher ein paar Streams geben und ein paar Videos natürlich, wie man natürlich gut reinstartet in FIFA 23. Und ja, es wird unseren Trading Discord auch dieses Jahr wieder geben. Das heißt, ihr könnt wieder mit einem Amazon Prime Sub auf Twitch einfach reinkommen. Ihr müsst mich einfach nur abonnieren auf Twitch mit Amazon Prime und dann Twitch mit Discord verbinden. That's it, dann seid ihr im Trading Discord. Ist für euch dann komplett kostenlos. Ansonsten kann man natürlich auch wieder ganz klassisch über Patreon reinkommen und so. Aber das werde ich euch alles noch in Ruhe in den nächsten Wochen erklären. Jetzt habe ich für euch noch eine Sache, die wirklich sehr, sehr cool ist, und zwar Player Switching, also Spielerwechsel, ist in FIFA 23 geupdatet. Das heißt, wenn du länger, also wenn du deinen Stick länger rüber drückst in eine Richtung, dann geht der Cursor zum nächsten Spieler. Das heißt, wenn du jetzt, er hat hier erklärt mit dem Rechtsverteidiger, wenn du zum Beispiel den Rechtsverteidiger angewählt hast und du gehst einmal nach links, dann bist du ja beim Innenverteidiger. Wenn du lange links drauf bleibst, dann gehst du bis zum Linksverteidiger rüber. Das heißt einfach, wenn du lange drauf bleibst, dann überspringt er auch Spieler, beziehungsweise geht dann zum nächsten Spieler der Cursor. Finde ich sehr, sehr cool. Da gibt es einige Möglichkeiten, um das eben zu nutzen. Wird natürlich am Anfang ein bisschen anstrengend werden, dass man das dann wirklich sinnvoll nutzt. Aber ich finde das auf jeden Fall eine coole Änderung. Nicht so cool ist wiederum, dass es für die Old-Gen-Versionen, also für Xbox One und für PS4, kaum Veränderungen gibt. Also diese ganzen Features und so, auch mit der neuen Engine, die sind halt alle nicht drinnen bei der Old-Gen. Dementsprechend, der Mann hier empfiehlt's, holt euch am ehesten noch eine PS5 oder Xbox Series, wenn es halt finanziell passt und wenn ihr die Möglichkeit habt. Für die alten Konsolen wird es wirklich nicht so ein geiles Spiel geben wie für die neuen Konsolen. Und zu guter Letzt, es gibt extrem viele neue Face-Scans, das gibt es eh jedes Jahr, aber dieses Jahr sollen es vergleichsweise noch mehr sein und es ist ja auch so, dass so viele neue Animationen drin sind, auch viel, viel mehr als früher. Also das Spiel sollte schon deutlich besser sein als FIFA 22, zumindest vom Look, wie die Leute eben aussehen, wie die Bewegungen sind und so. Da sollte es auf jeden Fall starke Verbesserungen geben dieses Jahr. Okay Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, gib sehr gerne einen Daumen nach oben, das würde mich sehr unterstützen. Du kannst den Kanal auch gerne abonnieren. Road to 100.000 Abonnenten. Dauert natürlich noch einige Zeit, aber würde mich sehr freuen, wenn du da ein Abo da lässt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes und ciao, ciao.